Kennst du das auch? Du triffst auf einen fremden Menschen und denkst dir noch, bevor du dich mit ihm unterhalten hast, Mann, der ist bestimmt total unfreundlich, mit dem will ich lieber nichts zu tun haben. Oder ganz im Gegenteil, und du hattest gleich den Eindruck, dass er richtig kontaktfreudig und zuvorkommend ist. Falls ja, dann geht es dir wie so ziemlich jedem. Wir fällen schnell ein Urteil über andere, ohne sie eigentlich näher zu kennen. Einfach nur auf der Grundlage ihres Auftretens und ihres äußeren Erscheinungsbildes. Wie kannst du also dafür sorgen, dass andere Menschen von dir einen absolut positiven ersten Eindruck haben? Heute will ich dir 5 Tipps verraten, die dir dabei helfen werden, immer einen perfekten ersten Eindruck zu hinterlassen. Erstens, sei pünktlich. Pünktlichkeit ist essentiell für einen guten ersten Eindruck, denn niemand wartet gern. Diese Eigenschaft solltest du dir grundsätzlich angewöhnen, egal ob für ein Date, Vorstellungsgespräch oder auch nur für eine Unterrichtsstunde. Wenn du unpünktlich bist und eine andere Person warten lässt, vermittelst du den Eindruck, dass sie dir nicht wichtig genug ist. Gerade im Businessbereich ist Pünktlichkeit besonders bedeutsam. Wenn man bei einem wichtigen Meeting zu spät ist, gibt es kaum eine Entschuldigung, um diesen ersten schlechten Eindruck wieder auszubügeln. Plane also immer genügend Zeit ein, damit du pünktlich bist, denn das ist die Grundlage für einen guten ersten Eindruck. Kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 2, eine selbstsichere Körpersprache. Eine Vielzahl von Studien hat gezeigt, dass deine Körperhaltung nicht nur deine Psyche beeinflusst, also wie du dich fühlst, sondern auch, wie dich andere Menschen wahrnehmen. Wenn du zum Beispiel deine Arme verschränkst, dein Kinn etwas einziehst, nervös mit deinem Fuß auf den Boden klopfst und deine Beine unter dem Stuhl überkreuzt hast, werden dich andere als ängstlich und verschlossen wahrnehmen. Das sind jedoch alles Angewohnheiten, die du dir mit etwas Übung abtrainieren kannst. Du kannst also direkt beeinflussen, ob dich andere Menschen als selbstbewusst wahrnehmen und vielmehr, ob du dich auch selbstbewusst fühlst. Setze dich dazu gerade hin, nimm deine Arme und Beine etwas weiter auseinander, als ob du mehr Raum einnehmen wolltest. Alleine dadurch wirst du dich schon selbstsicherer fühlen und mehr Selbstvertrauen ausstrahlen. Zusätzlich kannst du dein Kinn etwas anheben, statt es in Richtung Brust zu ziehen und dir einen aufrechten Gang angewöhnen. Du solltest hierbei darauf achten, dass du deine Schultern nicht einfach nur nach vorne hängen lässt, sondern sie etwas zurückziehst. Denk dir einfach Brust raus. Das hat genau den gewünschten Effekt. Eine Körperhaltung, die Selbstbewusstsein ausstrahlt, sorgt auf jeden Fall für einen guten ersten Eindruck. Nachdem du also pünktlich und mit selbstbewusster Haltung zu deinem verabredeten Treffen erscheinst, wird dein Gegenüber als nächstes auf dein Äußeres achten. Tipp Nummer 3 ist deshalb das äußere Erscheinungsbild. Dieses lässt sich in 2 Bereiche unterteilen, Gesicht und restlicher Körper. Fangen wir mit dem Gesicht an, denn das muss dein Menschen in der Regel zuerst. Gelbe Zähne mit Essensresten dazwischen, ungepflegte Haare oder ein wild wuchernder Bart machen einen schlechten ersten Eindruck. Dasselbe gilt auch für Pickel oder allgemein unreine Haut. Egal wie selbstbewusst du wirkst oder wie pünktlich du bist, andere Menschen werden dir weniger zutrauen, da du dich ja scheinbar nicht mal um dein Äußeres richtig kümmern kannst. Natürlich ist das sehr oberflächlich und politisch inkorrekt, aber die meisten Menschen urteilen leider nun mal so. Aber formulieren wir das Ganze doch mal etwas positiver. Mit einem modischen Haarschnitt, gepflegten Zähnen und einer reinen Haut machst du auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck. Und das sind alles Faktoren, auf die du einen direkten Einfluss hast. Außerdem solltest du auch deine Augenbrauen nicht vergessen. Und ja, das gilt auch für Männer. Gerade in Zeiten von Social Media ist das äußere Erscheinungsbild wichtiger denn je. Häufig sehen Menschen zuerst dein Profilbild, bevor sie überhaupt mit dir in Kontakt treten. Achte also auch hier auf ein vorteilhaftes Foto. Das Gesicht ist zwar in der Regel das erste, was wir bei einem anderen Menschen betrachten, der Rest des äußeren Erscheinungsbilds ist aber nicht weniger wichtig. Eine sportliche Figur ist dir natürlich nützlich, aber bedeutender ist eigentlich die Kleidung. Wie heißt es so schön? Kleider machen Leute. Zum Kleidungsstil lassen sich natürlich keine allgemeingültigen Tipps geben. Hier kommt es sehr stark auf den Kontext an. Solange du nicht Mark Zuckerberg heißt, hat Freizeitkleidung nichts auf einer Konferenz oder auf einem Meeting zu suchen. Genau wie beim wichtigen Vorstellungsgespräch solltest du hier einen Anzug tragen. Achte darauf, dass dieser auch wirklich gut sitzt. Der Anzug sollte nicht so locker über deine Schultern hängen, als ob er deinem übergewichtigen Onkel gehören würde. So spannend, dass die Knöpfe abplatzen, sollte er allerdings auch nicht. Er muss eben passen. Denk einfach mal an Barney Stinson. Ein gut sitzender Anzug hat einfach Stil. Falls du allerdings am Abend zu deinem besten Kumpel gehst, weil gerade ein Fußballspiel läuft, ist dein Anzug nicht unbedingt die beste Wahl. Hier bietet sich natürlich lockere Freizeitkleidung an. Allerdings sollte die auch gut passen. Kurz gesagt, gut sitzende Kleidung macht einen guten ersten Eindruck. Nachdem du also auch äußerlich einen hervorragenden Eindruck machst, kommt es auf das Zwischenmenschliche an. Also auf Dinge wie Blickkontakt, Sprechweise oder ein sympathisches Lächeln. Fangen wir mit Tipp Nummer 4 beim Blickkontakt an. Sehr viel Blickkontakt ist schlecht. Wenn du jemanden kontinuierlich anstarrst, wirkt das beängstigend und einfach creepy. Zu wenig Blickkontakt ist allerdings auch schlecht, sonst wirst du als verängstigt oder schüchtern wahrgenommen. Als guter Anhaltspunkt dient hier das Pareto-Prinzip, auch als 80-20-Regel bekannt. Schau der anderen Person ca. 80% der Zeit in die Augen und die restlichen 20% irgendwo anders hin. Nach Möglichkeit aber nicht verschämt auf deine eigenen Schuhe. Diese Zeitangaben sind selbstverständlich nicht als absolutes Muss zu verstehen. Sie sollen lediglich als grober Anhaltspunkt dienen. Allerdings sollte der Blickkontakt schon mehr als 50% der Zeit ausmachen.
Weniger wirkt nervös, nicht sehr selbstsicher und macht ganz allgemein keinen guten Eindruck. Der letzte Punkt, Nummer 5, ist die Sprache. Hier möchte ich darauf eingehen, was du sagst und wie du es sagst. Zunächst zur Sprechweise, also wie du Dinge sagst. Eine laute und volle Stimme vermittelt viel mehr Selbstvertrauen und sorgt somit für einen besseren ersten Eindruck. Versuche hierzu mehr aus deiner Brust zu sprechen und nicht so sehr aus deiner Nase. Hast du den Unterschied gehört? Die erste Variante strahlt einfach viel mehr Autorität und Selbstsicherheit aus. Ein weiterer Tipp ist, den Mund beim Sprechen etwas weiter zu öffnen. Dadurch kann der Schall besser entweichen und deine Stimme ist automatisch lauter und klarer. Diese beiden Dinge kannst du leicht für dich alleine üben, zum Beispiel unter der Dusche oder wenn du sonst gerade nichts Besseres zu tun hast. Auf Dauer wird es so zu einer festen Angewohnheit und du musst gar nicht weiter darüber nachdenken. Ganz offensichtlich ist es auch wichtig, was du sagst. Auf diesem Kanal gibt es zu diesem Thema ein komplettes Video, deshalb will ich mich hier nur auf Füllwörter beschränken. Ausdrücke wie oder hm machen einen schlechten Eindruck. Selbst wenn du besten Inhalt in der Welt hast, niemand wird dir zuhören. Versuche also diese Lückenfüller mit etwas Sinnvollerem zu ersetzen. Selbst einfache Stille ist tatsächlich besser. Wenn du nicht übermäßig viele Pausen machst, dann kann das sogar eine gewisse Spannung erzeugen und deine Zuhörer fesseln. Leider lässt sich das daheim nicht so gut üben. Hier hilft wirklich nur, sich mit anderen Menschen zu unterhalten und einfach bewusst zu versuchen, diese Lückenfüller zu vermeiden. Also, das war jetzt eine Menge Input, deshalb hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Erstens, ein guter erster Eindruck beginnt mit Pünktlichkeit. Lass andere nicht warten, denn das wirkt respektlos. Zweitens, bemühe dich um eine selbstsichere Körperhaltung. Versuche dich hierfür mehr zu öffnen und mehr Raum einzunehmen. Drittens, achte auf ein gepflegtes Äußeres, denn viele Menschen werden dich stark danach beurteilen. Viertens, halte ausreichend Blickkontakt, aber nicht zu viel. Das 80-20-Prinzip dient hier als guter Anhaltspunkt. Fünftens, bemühe dich um eine volle und klare Stimme, indem du aus der Brust sprichst und deinen Mund etwas mehr öffnest. Versuche dabei so weit wie möglich auf unnötige Füllwörter zu verzichten. Wenn du diese Ratschläge befolgst, wirst du garantiert einen bestmöglichen ersten Eindruck hinterlassen. Egal ob auf einem Date, einem Vorstellungsgespräch oder in jeder beliebigen Gesprächssituation. Mit einem Daumen nach oben kannst du mir Bescheid geben, dass du mehr Videos wie dieses hier sehen willst. Falls du Interesse an anderen Themen hast, schreib mir einfach in den Kommentaren und ich werde mich bemühen, ein Video dazu zu machen. Also, danke fürs Zuschauen und abonniere den Kanal für mehr.